Im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien hat es erneut ein schweres Erdbeben gegeben. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte es die Stärke 7,1. Es war das heftigste Beben in der Region seit 20 Jahren und zog zahlreiche Nachbeben nach sich. Das Epizentrum befand sich wenige Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Ridgecrest, wo die Erde bereits am Donnerstag gebebt hatte. Das Entscheidende ist hier, dass das ein sehr ausgedehntes Erdbeben war und wir wissen, dass es eine Serie von Nachbeben geben wird. Auch im Nachbarstaat Nevada und im über 200 Kilometer entfernten Los Angeles wackelte die Erde. Alles war in Bewegung, der Kronleuchter schwankte und die Kinder riefen, es ist ein Erdbeben. Ich hatte das Gefühl, als würden wir uns auf einer Platte oder einer Luftmatratze im Schwimmbecken bewegen. Der Gouverneur von Kalifornien hat für die betroffene Region den Notstand ausgerufen. So können Einsatzkräfte und Gelder schneller mobilisiert werden.